Hallo meine Süßmäuschen, ich bin's wieder, eure Katja. Und heute bin ich nicht nur allein, denn... Oh nein, Eike, da ist das Ventil jetzt aufgegangen. Ach Mist. Naja gut. Hallo Leute, willkommen zu Arkham Knight. Hey Eike, wie geht's dir? Ach ja. Ja, keine Gaststars mehr. Ja, oh, wie geht's Ihnen? Ach stört, haben hier Adams. Erinnerst du dich daran, Eike? Ja, hab ich. Ich hab einen neuen Bildschirm. Mhm. Ja, wie läuft der Bildschirm? Noch nicht eingebaut. Wie läuft der PC? Oh, noch schön. Nicht gemacht. Schönes Detail, man sieht sogar den Kopf, den, wo Heiligen steht den beides noch auf dem Esszimmertisch. Ja. Oh, hi Mark. Nein, Quatsch, das ist unser Robin natürlich. Unser Originalkostüm, was wir ausgewählt haben. Welcher Robin ist es? Oh, hi Mark. I mean, it does do expressions, right? Ja, stimmt ja. Harley Quinn hat ja die Panessa Studios. Nein, nicht die Pan. Was heißt denn das denn da? Das ist ein Schachtelteufel. Ja, ein explosiver Schachtelteufel. Ja, sie hat die Panessa Studios, beziehungsweise unsere zweite Betthöhle übernommen. Tja, wie hat sie das wohl geschafft? Die Pendejo Studios? Ja, wie hat sie das wohl geschafft? Henry, lock down this door. Only let Robin or myself back through. Sind ihr Liebling nicht zusammen, doch auf immer ewig bewahrt sie die Flammen. Stimmt, denn hier ist ja noch ein Harley Quinn. Ein Schrein, darf ich das verraten? Ich glaube schon. Oh. Ja, die Original-Harley aus Arkham City und Origin, war sie aus Origin? Asylum? Ja, war sie da auch in Origins zu hören? Ja, stimmt. Und das hier ist so ein schönes Drehrätsel mit diesen... Ah, ehemalige Filmstudio. Und wir müssen jetzt auf jeweiligen drei verschiedenen Bühnen müssen wir dann die Joker-Infizierten finden. A, B und C. Tja, gehen wir nach Alphabet durch, was? Was ist beautiful face? Oh, hi, Tara. Ja. Oh, how is your sex life? Jetzt, wo du jetzt drei Jokers hast. Ist das nicht toll? Mit der einen kann sie eine Scherenstellung machen. Ja. Oh, oh. Oh, genau, stimmt. Das ist die eine, das ist ja weiblicher. Das ist ja diese Christina Campbell, diese ehemalige, was war sie denn? I ain't going anywhere near Bell. She's nuts. She jumped on Hudson, scratched out one of his eyes. Also Publicity-Managerin bei dieser Firma von den Green Arrow, genau. Anyone so much as looks at Bell funny, Quinn goes ape. Ah, da sprechen wir mal das Gespräch. Aber Harley war in den vorigen Spielen viel hübscher. Ja, jetzt ist die irgendwie hässlich. Naja. Die haben das überwiegend überarbeitet. Das Design. Oh! Na komm! Ah. Okay, und? Na komm! Doppeltes Ausschalten, Eike! Bob, bob, bob! Und zack! Du weißt, dass du das reinschneiden musst, oder? Was? Hab ich eben gerade geschickt. Achso, ja, ja, das habt ihr wahrscheinlich gelesen, nicht wahr? Oh, cool! Ja. Wir können sogar als Robin spielen, wenn wir wollen. Aber nein! Doch, spielen wir. Als Robin? Okay. Naja, müssen wir auch. Geben wir ihnen auch mal einen Credit, nicht wahr? Geben wir ihnen auch mal was zu tun. Mr. J! Entschuldigung, dass ich dich jetzt mal unterbrochen habe. Whoops! Whoop-di-doo. Ah, das ist jetzt hier quasi die Halloween Town. Oder die das Horrorfilm. Oh! Stage-Kulisse. Na, wie kommen wir an Devo vorbei? Robin, you wait here while I get behind him. We'll take him down faster if we work together. Ah. You'll know when you see it. Geil. Jetzt können wir hier doppeltes Ausschalten probieren. Come on out, Bat. Wow.
Und man muss nichts drücken. Genau, man muss fast nichts tun. I was testing your self-control. Did I pass? You need practice. Come on. Oh, Batman und Robin praktizieren jetzt. Okay. Ja, oh, und ein Stufenaufstieg. Schön. Stimmt, ja, ich spiele ja nebenbei immer so... Na gut, ein Punkt, da kann man jetzt nicht viel für erwarten. Ich spiele ja nebenbei immer diese EP-Herausforderung und da helfe ich ja für die Aufnahmen immer ein, zwei Erfahrungspunkte übrigens haben, aber... Ah, noch ein Schachteltor für Eike. Boing! Ein Geschenk für nicht geeignet für Kinder unter ab 3, nicht wahr? Ja, genau. Ja, genau, das ist dann hier das, das sind ja quasi die Zähne. Oh, schön. Come on, lady. We need to get you someplace safe. Are you kidding me? I'm getting front row seats. Heilige Scheiße, ist die hässlich. Bei einem Mann hätte es ich gesagt. Yeah, he's right. And if Batman sees how you've treated me, he's gonna knock out you and you. Well, maybe not you. Definitely you. And you. Well, that evens things up a little. Anyway, when he's done with you chumps, me and Bats will have this place all to ourselves. So get out there and make him show you how much he wants me. You heard the lady. Let's go. Jeez, she didn't need to kill him. Das war ein bisschen radikal, nicht wahr? Part, the waiting. Are you dumbass, it's done yet? Okay. Ja, das ist der Beweis, Eike, nicht wahr? Dieses infizierte Joker-Blut, das bekommt nicht jeden, das ist nicht gut. Nee. Aber es ist jetzt die Frage, müssen sich jetzt die Leute jetzt denken, oh Gott, haben wir jetzt 3 Bosse? Vier Bosse. Oh, vier nehmen, also geil. Okay. Weil die Kelle sehen noch ganz schön furchtbar aus. Ja. Meine Frau hat es nicht gesagt! Meine Frau hat es nicht gesagt! Genau. I need to get to a raised position so I can cover Batman when he strikes. Time to find a vantage point to cover Batman when he strikes. Genau, geil. Es ist schön, dass mal Robin mal was zu tun bekommt. Ja, echt mal. Ja, sonst steht er ja, sonst steht er ja immer nur an der Seite und macht nichts. Beziehungsweise hat immer nur die Sachen zusammengerührt oder sagt mal, hier, geh mal raus und kümmere dich um diese Sachen mit dem Blut. Hat ja gut funktioniert, nicht wahr? Ja, echt mal. Ja, gut. Ja. So. Und schnappen wir uns mal den Kerl da. Boom! Doppel ausschalten. Ich bin gerade auf den Typ raufgesprungen und habe ihn quasi eigentlich K.O. gehauen und jetzt ist er trotzdem wieder lebendig. Nochmal K.O. schlagen. Mann. Den Leuten hier haben jetzt echt nichts erspart, nicht wahr? Oh! Oh, ist gut, dass sie nicht umgefallen wird. Ja. Oh! Boom! Mom! Hättest du ihn gerade ausschalten können. Ja, doppeltes Ausschalten, aber... Und da geht was so. Genau. Yeah! Ich kann mir ja noch ein Doppel-Ausschalten mit Robin hinbekommen. Nein! Sie nimmt die Rolle der Jokerine, wenn man so will, ganz schön ernst. Und die Grafik... Also von der Nahansehen sehen die Figuren ganz schön, sieht ganz schön fies aus, nicht wahr? Das sah aus, als hätte sie irgendwie eine leichte, wie sagt man, Krampfader im Gesicht, oder Eike? Alter, die hat aber Spaß an der Sache. Warte mal. Stimmt, wir müssen... Ah, ich erinnere mich. Man muss ja hier die Explosionsding dran machen, damit man dann das offen da öffnen kann. Aber wir sollten uns doch erst um die Gegner hier kümmern.
So. Er ist leicht nervös. Aber es ist verständlich. Wenn Batman um mich herumtun würde und mit der Absicht, mich K.O. zu boxen, wäre ich auch nervös. He's yours, Robin. Ja, Robin, schnapp ihn dir! Du bist. Ja, wenn ich wüsste, dass du Batman bist, dann hätte ich keine Angst. Ja, steht auch wieder. Obwohl, ich wäre dann wohl eher, wie ist er nochmal? Wer zum Teufel ist Boop Boop? Hm? Wer zum Teufel ist du? Doop Boop. Noob Noob. Noob Noob. Das Gesicht nicht mal. Eike. Oh. Wir haben eine sehr gesunde, wie heißt das? Enkel. Opa-Enkel-Beziehung. Jeder Rick braucht einen Morty. Genau. Genau. Okay, wie kriegen wir die Heidi? Das Problem ist nur, weiter sind wir das. Genau. Müssen wir noch gucken, wie kriegen wir jetzt den Kerl jetzt platt? Natürlich, wieder besten wäre doppeltes Ausschalten von oben. Also müssen wir jetzt von oben an den Rand gehen, zuerst. Aha. Komm schon, komm schon, komm schon. Du willst es doch auch. Komm, geh rein da. Hm. Ich würde es ja am besten so machen. Ah, okay. Jetzt hängt er da um die Ecke. Eike, wie würdest du ihn K.O. schlagen? Machen wir lieber die Nummer, Doppelnummer oder? Doppelnummer. Doppelnummer, ja, wenn es geht. Es geht ja die Treppe hoch. Ich sehe, die Treppe hoch geht. Ja. So. Oh, verdammt. Ja. Hab vergessen, dass mein Mikrofon so laut ist. Ja. Dein Mikrofon ist nicht so laut. Nein, nein, du klingst ganz normal. Warte auf, das ist zu laut. Jetzt. Hallo. Ja, hallo. We can take this minigunner down faster if we work together. Ja. A lot quicker to take this minigunner down if we team up. So. Son of a bitch! My freak! So. Also ich weiß, du musst ihn von unten ausschalten. Ja, am besten wäre das so. Warte mal, ist doch gerade unter. Mhm. Ach, verdammt, jetzt ist er von Gator weggegangen. Hm. Komm schon. So, der hätte jetzt am besten gepasst. Warte mal, wir könnten eventuell vielleicht dahin locken, wenn wir ihn da mit den Batarang dahin schlagen. Wo geht er jetzt hin? Batman springt wie blöd hin und her. Ja, komm schon. Ich glaube, wir müssen auch von Aussicht auf ihn draufziehen. Dann können wir dann diesen Durchsitz machen. Okay. Das kann man nur mit Batman starten. Ja. We can take this minigunner down faster if we work together. Good job. Ja. Doppeltes Ausschalten. Na, na, war das nicht schön? Oh, hinter ihn gehen. Doppelter Gunner. Ja, super, jetzt haben wir eine irre Harley und eine irre Jokerine. Wenn das jetzt nicht sexistisch ist. Oh, du kannst Angstausschalten machen. Ja. Mach das mit Batman. Okay. Das kann nur Batman. Kann nur Batman. Wechsel doch. Ja, will ich doch. LB, LB, LB. Ah, gedrückt halten, okay. Angst ausschalten, ja. Ja, ja, super. Ah, warte, warte, warte. Now! Now! So, Robin ist unsere, wie heißt das, unsere Puppe. Hui! Und schmettert. Wir haben jetzt ja ein bisschen mehr Zeit. Wir haben ja nicht unendlich Zeit, nicht wahr? Natürlich zwei mit Minigun. Na, das ist ja super toll. Muss sie von hinten dann nur anschleichen. Ich könnte die mit den Rauchbombe erstmal, wie heißt das Wort? Der fängt nur an zu schießen. Genau so meine ich das.
Das ist gar nicht mal so übel. So, komm. Ach, komm, der ist schon wieder weg von Gitter, oder? Ja. Oh, ich hätte von unten gerne ausgeschaltet. Ja. Gut, machen wir nochmal ein Ausschalten von oben mit den anderen. Mit Robin. So. Warte mal, müssen wir ihn nochmal rüberbringen? Tja, wenn die beiden da jetzt natürlich so weiter werden. Komisch ist übrigens, dass Robin sich nicht unterhängen lassen kann von den Wasserspeiern. Das ist wohl nur ein exklusives Batman-Ding. So. Er steht genau zwischen uns. Er könnte jetzt eigentlich theoretisch. Rein theoretisch. Sag mal, du musst hinter ihn schleichen und hinter seinem Rücken stehen. Ich weiß. Weißt du, aber du machst es nicht. Du meinst so. Yay! Yeah, jetzt hat Robin auch mal geglänzt. That's all of them. Time to go get Miss Bell. Aber das sehen wir erst in der nächsten Folge. Ha. Naja, gar nicht mal so übel. Ich wundere mal, denk mir mal, Robin hat nicht mal was zu tun. Haben wir ihm auch mal was zu tun gegeben. Also Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.